Litauen gehört zu den Ländern, die es Großbritannien gleichtaten und russische Diplomaten auswiesen. Drei Personen mussten den baltischen Staat verlassen, der sich damit an die Seite seines noch EU-Verbündeten stellte. Litauens Außenminister Linas Linkevičius sagt, normalerweise ist eine Reaktion wie ein Spiegel. Wir werden uns jetzt sicher nicht anstelle Russlands Gedanken machen, was es als nächstes tun könnte. Russland könnte sich entscheiden, die Eskalation fortzusetzen oder einen Weg aus der festgefahrenen Lage finden, sagt er. Noch einmal, das ist Russlands Entscheidung. Es ist nicht nur eine Frage der Solidarität, sondern auch eine Frage des Vertrauens. Man kann seinen Verbündeten trauen. Wir vertrauen den Briten und teilen ihre Einschätzung. Gegnern können wir nicht trauen. Dafür gibt es viele Gründe. Russland wiederum plant als Antwort auf Vilnius' Entscheidung, mehrere litauische Diplomaten des Landes zu verweisen.